Hey Leute und willkommen zurück zur Kryptographie. Heute geht es um das Verfahren mit dem mega geilen Namen RSA PKCS Nummer 1 Version 1.5. Ihr seht, das Ganze ist immer noch irgendwie in Entwicklung und ja, heute, ähm, wie gesagt, dieses Verfahren, es ist zumindest ein Anfang, was die Sicherheit angeht, aber es ist immer noch nicht ganz sicher, Deswegen werden wir im nächsten Schritt dann RSA ESOAEP angucken. Das hat noch einen geileren Namen. Aber okay, heute erstmal zu diesem RSA PKCS. Das ist im Prinzip Padded RSA. Also, ich schreibe es gerade mal hin. Das ist vielleicht der einfachere Ausdruck. Padded RSA. Padded RSA ist eigentlich cool. Ziemlich cool sogar. Und der ja, im Prinzip ist der Trick dabei, dass man die Nachricht randomisiert vorher. Also was wir schon immer gemacht haben. Wir wollen einfach. Dass unsere Nachricht nicht mehr M ist, sondern wir wollen sie zu einem M-Stern umwandeln. Und dieses M-Stern ist perfekt zufällig innerhalb unseres kompletten Nachrichtenraums ausgewählt. Also alle Nachrichten könnten dieses M-Stern sein. Und wie machen wir jetzt das? Naja, RSA PKCS Version 1.5 ähm, ist irgend so ein Standard halt. Der macht folgendes: Wir nehmen den, Entsch äh, den Verschlüsselungsalgorithmus. Und nehmen den Public Key und die Nachricht M wieder mal. Und was wir jetzt machen ist, wir sagen, wir verschlüsseln nicht die Nachricht M, sondern wir verschlüsseln folgendes. Und zwar hexadezimal x kreuz 00. Das heißt, wir haben hier am Ende einfach binär ähm, 16 Nullen hier stehen, also. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Nullen hier stehen. Dann nehmen wir, also ich schreibe jetzt hier wieder äh, 0x00. Das bedeutet einfach hexadezimal ähm, 0. Also quasi 16 Nullen. Mehr steht hier nicht. Danach, deswegen diese zwei Striche, danach kommt 0 Kreuz 0. Das bedeutet, ähm, ja, wir haben wieder 16 Stellen, aber diesmal sind sie binär oder auch hexadezimal als 2 dargestellt. Das heißt, das vorletzte Bit ist 1 und der Rest ist auch wieder 0. Danach kommt ein Random Padding, also ein R, mit einer gewissen Länge. Zu der Länge nachher noch mehr. Danach kommt wieder 0, Kreuz, 0, 0. Und danach, ups, was habe ich jetzt gemacht? Wie habe ich das gemacht? Uh! Cool, das wusste ich gar nicht, dass das geht. Okay, ähm, und danach haben wir hier die Nachricht M. So, und das Ganze nehmen wir jetzt hoch E. Das heißt, wir haben einfach vor die Nachricht noch irgendwas dran gehängt. Das ist sozusagen einfach zum Testen, also diese ganzen Bits hier sind zum Testen, ob die Nachricht wohl geformt ist. Beim Entschlüsseln prüft man dann, ist das da, ist das da. Okay, Random Padding, ähm, ja gut, interessiert mich eigentlich nicht. Und ist das da? Und, falls das nicht da ist, dann wissen wir, dass die Nachricht irgendwie gefälscht wurde. Und das Ganze wieder mal natürlich modulo N. Okay, das Ganze ist vermutlich ähm, CPA-sicher. Allerdings gibt es keinen Beweis. Nicht mal mit der RSA-Annahme kann man dafür einen Beweis liefern. Also, wenn ihr dann Beweis dafür findet, dann seid ihr ziemlich geil. Das ist, glaube ich, ganz schön wertvoll, dafür was zu finden. Aber wahrscheinlich werdet ihr das nicht finden. Also wie gesagt, ist vermutlich CPA sicher, also gegen Chosen Plaintext Text, was unsere minimale Sicherheitsanforderung sein kann, wenn wir äh, Public Key Kryptographie oder halt asymmetrische Kryptographie betreiben, ähm, weil jeder kann Nachrichten für mich verschlüsseln, denn der Eng-Algorithmus und der Public Key sind ja allen Leuten zur Verfügung. Okay, also wie gesagt, das ist minimal sicher, aber nur vermutlich. Man weiß es nicht sicher. Kann natürlich sein, dass die NSA da sowas in der Hinterhand hat, dass es vielleicht doch nicht ganz so sicher ist, aber das weiß wieder mal keiner. Gut, aber ähm, es wurde bewiesen, dass es auf jeden Fall nicht sicher ist, wenn, es, wenn dieses R, also das, was wir hier drin haben, von der Länge her weniger ist als Betrag von, ähm, zumindest wenn ich meiner Quelle vertrauen darf, Betrag von groß N, also dem Modulus halbe. Also wenn es weniger ist, dann ist es auf jeden Fall nicht sicher. Deswegen setzt man das ungefähr gleich. Mal gucken, ob ich ungefähr habe. Nee, habe ich nicht. Okay. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist nicht bewiesen und es gibt eine bessere Variante. Das Wichtige, was ihr aus diesem Video mitnehmen sollt, ist folgendes. Man möchte die Nachricht M zufällig erscheinen lassen und dann gibt es eigentlich keine Angriffe mehr darauf. Okay, das mit dem zufällig erscheinen lassen sollte euch aus der symmetrischen Kryptographie bekannt vorkommen. Und ich hoffe, das tut es auch. Deswegen werden wir im nächsten Kapitel, also nächstes Video, dann RSAESOAEP vorstellen. Und ja, ähm, ihr werdet sogar sehen, wofür der Name da ist. Okay, wir hören uns. Bis dann. Ciao.